Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, Darkness 2, ne? Und ich habe jetzt mal zu Maus und Tastatur gewechselt, weil mein Aiming da besser ist. Yay! Nicht viel besser, aber vielleicht ein bisschen. Und das kann ich immer noch, okay. Suchen wir ihn. Zurück! Töte den Zwerg! Wie ging denn das jetzt? Ah, mit Q und E. Dachte ich mir. Töte das verdammte Ding! Darauf habe ich schon seit Jahren gewartet, Arschloch! Das ist eine Chance, ich sehe überhaupt nicht! Soll ich das machen hier? Mach mal. Ach, scheiße, keine Munition mehr. Ey, ich hasse das. Das ist nicht zu nah! Ich kann nichts machen, hab keine Munition. Wow, wow, wow. Du Sack. Und. Zack. Okay, mit Maus und Tastatur ist ein bisschen ungewohnt. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Kein Problem. Oh, nee. Nee, nee, nee. Licht, Licht. Ah, fuck. Ja, ja, ist. Mich schon bewusst gewesen. Ich glaube, ich werde verrückt. Du bist schon verrückt, garantiert. Mann. Wo ist denn das Licht hier? Die Licht Aua. Du nervst mich ganz schön da hinten. Immer noch da, wo ich vorher war. Ah, ich habe wieder Munition. Wo habe ich denn die her? Oh, aber hier ist ein Wesen. Wo ist denn. Das war gut. Ja, nett. Okay. Jesus, Maria und Josef. Nee, bitte nicht. Ziegelsteinweg ist das Rügnis. Danke. Er sieht in sein Gesicht. Ah. Du bist ein toter Mann. Warte mal. Ist das so? Da schlägt er um wie eine Pinata. Oh, hey. Fuck, Alter. Okay, die Maus, das Stuhlsteuerung ist noch ein bisschen ungewohnt. Du bist mein Gefäß. Hör mir zu, Jackie. Ich hatte keine Wahl. Die hätten uns auseinandergenommen, wenn wir es nicht getan hätten. Die haben es echt auf dich abgesehen. Ja, jetzt. Nochmal auf zu liegen hier. Fresse halten und schießen, du Pussy. Ich sag gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich habe nichts gesagt. Was denn? Da ist einer noch gewesen. So, nehmen wir uns mal den Kühlschrank oder was auch immer das ist. Und hauen dem einen vor den Köpfchen. Verdammte Scheiße, Jackie. Lecker Herz. Die wussten alles über uns. Die hätten uns in Stücke gerissen. Mit denen stimmt irgendwas nicht. Haben den irren Blick in den Augen wie so abgedrehte Mönche. Komm, töte ihn doch. Töte ihn. Jetzt fressen, okay. Warum kann ich nicht zuschlagen mit meinem... Wer ist es? Oh ja, ich weiß das stimmt. Danke für die Info. Schön, ein paar Insekten hier. Was war das? Huch, nee, ich will jetzt einhändig. Ich hab den Penner. Darauf hab ich schon seit Jahren gewartet. Seit Jahren? So lange kennst du mich doch noch gar nicht. Ich hab ihn verloren. Wo ist der? Ich bin right here. Ich hab den Penner. So, Moment. Hab ich da was in der Hand? Ja, ein Reifen. Krass. Okay, langsam fortbewegen. Er soll schweigen! Jetzt hör auf, mich zu nerven. Das ist irgendwie süß. Wie meint ihr denn jetzt, mein kleiner Lumi oder was? Bumm! Auf die Fresse! Soll ich mir das nehmen? Ja. Mikro und sie. 23 Schuss, 23 Schuss. Ach komm. Was ist da los? Ich brauche Deckung! Wer ist es? Ich krieg Headshot-Deckung gleich, mein Freund. Oh, ein Artefakt. Danke. Ein Relikt, meine ich. Dort, verdammt! Ah. Wer ist da es? Da ist, Nein! Das Licht! Ich mag kein Licht. Ich mache dunkel.
Wow, das war gut. Danke. Herzchen. Oh, Lichtballer gerade. Oh, hallo. Ich will es immer noch eigentlich einnehmen, ich habe. Ich bin ja auch noch. Ich brauche ganz dringend Munition. Hä? Ah ne, da hinten ist er schon tot. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht ganz schnell voran, aber es macht nichts. Oh, eine fucking Schrotflinte. Warte mal, ich möchte sie nicht zurückziehen. Wo ist meine andere Waffe, die ich... naja, okay, die andere Waffe ist schon weg. Wo ist der Herr? Estacado, du Stück Scheiße! Jetzt nimm mal nicht so eine große Fresse, mein Freund. Ja? Ich hab den Penner! So. Denk meinen Arsch! Das ist ein verdammter Zwerg! Ich glaube, man nennt hier den Kleinwüchsige! Ich glaube, man nennt sie Kleinwüchsige! Ich finde das gewesen, Estacado, du Stück Scheiße! Komm schon. Keine Chance! Stirb halt! Ja, scheiß drauf! Ja, richtig geil! Bereit für die erste Liga, Bitch! Oh. Headshot, Bitch! Das hat wehgetan! Wow, Bitch! Warum da drüben? Und auch. Hier geht's. Jackie, du musst mir zuhören. Die haben nicht mal ihren Namen gesagt. Ich schwör's dir. Die Typen bedeuten Ärger. Die hatten lauter Hightech-Rüstung und so'n Scheiß. Ah ja, danke für die Info. Interessiert mich nicht. Ich werde dich trotzdem töten. Ganz einfach, weil ich's kann. Wieder oben das Licht. Er ist es! Schießt das Arschloch! Schießt gar nicht so hart aus, du Hinterhof! Oh mein Gott! Jackie hat ihn! Bam, Alter! Was zum Teufel ist das für ein Ding? Er hat mich! Du bist ein Ich hab ihn einfach mit einem Baseballschläger ermordet. Ja, verdammt! Bam, nochmal! Siehst gar nicht so hart aus, du Hinterhof! Ja, aber du oder wie? Aber du oder wie? Du willst ein harter Typ sein, du bist kein harter Typ. Du bist kein harter Typ. Ja, genau, ich bin unsichtbar geworden, weißt du? Barbecue! Hossa! Lecker Herzchen. Mal, ich habe hier gerade ein Lichtproblem. Halte dich vom Licht fern! Ja, jetzt halt du erstmal die Fresse. Ich muss mal herausfinden, wie ich hier das Licht aus. Achso, hier. Da, und aus. Jackie, ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Ich werde schon aus dir herauskriegen, was du noch alles weißt. Oh, fuck. Ja, das ist ein Problem, ne? Ich weiß nicht, wie man da. Wie schlägt man denn zu? Ja, danke. Nein. Okay. Wie genau schlage ich jetzt zu? Ach so. So. Moment. Mann. Was stehen Sie hier rum? Ah, okay. Also mit mittlerer Maustaste schlage ich zu. Interessant. So, mein Freund. Okay, ich werde reden. Töte mich nicht, okay? Dann leg besser los. Ich glaube, Sie gehören zu einer Art Geheimclub oder sowas. Sie haben mir einen Umschlag mit jeder Menge Bargeld drin gegeben. Ich habe Ihren Anführer getroffen, in einem Puff, dem Brimstone Club, klar? Ich sage dir, diese Leute sind... Hey, was soll der Scheiß denn jetzt?
Jackie, du mieses kleines Arschloch! Was zum Teufel sollte das? Autsch. Ich habe ihn noch gebraucht! Ich brauche Antworten! Er war ein Nichts! Money! Mann, Alter! Wenn die Finsternis dich erst hat, verlierst du die Kontrolle. Du fragst dich, was zur Hölle du da tust. Du verlierst den Überblick. Und dann, ganz plötzlich, ist es genau wie im Kino. Du siehst dir einen Film über dein Leben an. Und du bist auf der großen Leinwand, in Lebensgröße. Du bist ein scheiß Filmstar und du tötest die ganzen Schurken, reißt ihnen Arme und Beine aus. Du fühlst dich toll, siehst toll aus. Scheiße, du bist toll. Und dann fällt dir was auf. Alle anderen im Kino, sie schreien. Sie sehen sich einen Horrorfilm an. Du bist nicht der Held. Du bist das Monster. Das sind wir wohl. Ein Monster. Eddie und Frank sehen sich gerade im Brimstone um. Und die neuen Jungs haben deinen Kumpel gefunden. Johnny Powell. Ja, er fand deine Einladung nicht so toll. Wir haben ihn ins Hinterzimmer gebracht, damit er sich da eine Weile die Hosen voll machen kann. Komm mit. Gut. Wenn du mich fragst, der Kerl hat sie nicht mehr alle, Jackie. Der wohnt nicht bei der Queensboro Bridge. Der wohnt drunter, in einem Pappkarton. Ja. Gut, okay. Komm schon. Er ist hier hinten. Guck mal, ein Schlüssel. Okay. Hey, wie geht es Frau und Kindern? Chief. Er ist gut aufgelegt. Chief, geht's dir gut, Chief? Also gut. Das du, was du nicht lassen kannst. Nimm an, du würdest in einem großen Haus leben und Bücher besitzen. Ich meine, andere Idioten könnten mit Rasenmäher am Dorf tun. Aber das heißt gar nichts. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Lass mich nur gehen und ich werde nichts sagen. Alles ist gut, okay? Alles ist gut. Bloß kein Stress. Aber alles gut, das entscheide ich, Bitch. Was sie nicht verstehen. Deshalb sind wir zum Mond geflogen. Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Johnny Paul, du siehst scheiße aus. Du solltest der Experte sein. Ich habe dir gutes Geld dafür bezahlt, dass du mir hilfst, klarzukommen. Und zum Dank machst du dich mitten in der Nacht einfach davon? Jackie, ich habe alles getan, um dir zu helfen, die Finsternis zu kontrollieren. Aber in deiner Nähe zu sein, wurde zum Problem. Die Finsternis ist verdammt verführerisch. In deiner Gegenwart konnte ich hören, wie sie mir zuflüstert. Sie hat angefangen, mich zu verändern. Ich habe sie rausgelassen, Johnny. Ich kann sie nicht kontrollieren. Du hast die Finsternis wieder rausgelassen? Mein Gott, Jackie, das ist Selbstmord auf Raten. Dann hilf mir, sie wieder unter Kontrolle zu bringen. Man kontrolliert die Finsternis nicht, Jackie. Man hat eine Scheißangst, kauert in der Ecke und hofft, dass sie weggeht. Je länger die Finsternis aktiv ist, desto mehr versucht sie, dich zu verwirren. Sie stellt dir Fallen, lässt dich Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ich brauche deine Hilfe. Also stehst du wieder auf der Gehaltsliste, bis ich dich gehen lasse. Ein paar Arschlöcher hatten es auf meine gesamte Operation abgesehen. Und wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, ist irgendwie mit der Finsternis verbunden. Finde heraus, wer sie sind und was sie wissen. Okay, okay. Ich tue, was ich kann. Ich wäre deutlich schneller, wenn mich einer deiner Gorillas losbinden würde. Bitte. Wer wohl eine Idee? Little Johnny. Sie lebt in deinen Eingeweiden. Und du bist der Fokus. Sie will Chaos. So, Chief. Mach mal was. Du kannst ihn jetzt losbinden, Chief. Aber er verlässt diesen Raum nicht, verstanden? Der Kerl hat sich echt gehen lassen. Ich hatte ihn für ziemlich smart gehalten. Jetzt sieht er irgendwie aus wie Katzenkotze. Hey, Frank und Eddie sind aus dem Club zurück. Sie warten mit Jim in deinem Büro. Okay. Danke, Vin. Hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, Jackie. Fürchte die Finsternis, als wäre es der leibhaftige Teufel. Alles, was sie sagt, ist gelogen. Oh ja. Hey, Oma. Oder Tante. Wie läuft's denn so, Jackie? Es läuft. Alles okay, Tante Sarah. Wie geht es dir? Ich habe Arthritis und zwei kaputte Knie. Jeder Tag ist ein Geschenk. Was glaubst du, wie es mir geht? Super. Du bist was Besonderes, weißt du? Und du siehst scheiße aus. Weißt du das? Ich mach dir ein paar Fleischbällchen. Die magst du doch so gerne. Ist bald fertig. Eine feine, selbstgekochte Mahlzeit ist genau, was du brauchst. Du bist die Beste. Darauf kannst du wetten. Oh, Tante Sarah, deine Weißbällchen. Deine Fleischbällchen schmecken übrigens lecker. Jackie, das willst du wirklich hören. Ah, was denn? Was will ich hören? Ich bin der Bossmann, erzähl's mir.
Dieser Penner Swifty hatte recht. Die Arschlöcher, die uns angegriffen haben, sind im Brimstone. Was habt ihr scheiß Genies rausgefunden? Es war Eddie, der es gehört hat. Ich war, anderweitig beschäftigt. Er war damit beschäftigt, Koks vom Arsch einer Nutte zu schnupfen. Multitasking war nie mein Ding. Während diese beiden Hohlköpfe ihre Stoßstangen poliert gekriegt haben, hat eine der Nutten etwas über die neuen Besitzer gefaselt. Ich hatte dieses Mädchen Camille, hat gesagt, der Schuppen sei letzten Monat aufgekauft worden. Die Neuen hätten sich das Obergeschoss genommen. Ja, aber das ist noch nicht das Beste. Camille sagt, sie hat einen seltsamen hinkenden Typen rein- und rauslaufen sehen. Sie sagt, er sieht aus wie Nosferatu auf Crack. Wer zum Teufel ist Nosferatu? Deine Oma. Keine Ahnung, ob der Irre oder seine Crew noch da sind. Wäre aber einen Blick wert. Okay, genug geredet. Ich sehe es mir an. Ganz wie du willst, Jackie. Winnie kennt ein paar der Mädchen dort, die dich reinschmuggeln können. Reinschmuggeln? Ich brech ein und töte alle! Verdammte Scheiße!